Mit diesem Zugriff beschäftigen wir uns jetzt. Wie greife ich nun aber auf die einzelnen Elemente eines Arrays zu? Ja, der Array-Zugriff erfolgt über Bezeichner und dann Klammernpaare mit int ausdrücken. Der Bezeichner muss dabei eine gültige Array-Variable sein. Das heißt, ist in dem Sinne der Name für das sich dahinter verbergende Array. Der int-Ausdruck muss als Wert einen Wert zwischen 0 und der Anzahl der Elemente minus 1 der jeweiligen Dimension liefern. Ansonsten gibt es einen Laufzeitfehler. Und der Zugriff auf die Array-Elemente, den nennt man, wie wir ja schon gehört haben, Indexierung. Das am besten an einem Beispiel. Hier wird definiert eine Array-Variable zunächst mit dem Namen weg, vom Typ int eindimensional. Und hier wird erzeugt ein Array vom Elementtyp int eindimensional mit 5 Elementen. Diese Elemente haben die Indizes 0 bis 4. Die Adresse wird der Array-Variable weg zugewiesen. Also weg über weg habe ich jetzt Zugriff auf das Array. Wenn ich jetzt schreibe, weg von 0 gleich minus 23, passiert Folgendes. Indirekt wird jetzt über weg auf das Array-Element mit dem Index 0 zugegriffen. Und das wird jetzt als Variable, als normale Variable betrachtet. Und hier wird der Wert minus 23 reingeschrieben. Schauen wir uns die zweite Zuweisung hier an. Weg von 1, weg über weg ist die Array-Variable, der Name für das Array wird jetzt referenziert auf das Array und betrachtet wird jetzt das Element mit dem Index 1. Das ist dieses. Dem soll was zugewiesen werden. Und zwar soll dem zugewiesen werden, der Wert von weg 0, weg, jetzt greife ich auf das Element mit dem Index 0 zu, weg von 0 liefert mir, das ist letztendlich wie eine Variable, den Wert minus 23. Minus 23 plus 25 wird berechnet, das ergibt den Wert 2 und in weg von 1 eingetragen. Ich kann auch hier sowas machen. Da muss ich natürlich aufpassen, dass das hier ein gültiger Index ist. Aber weg, jetzt greife ich zu auf weg von 1. Das heißt, zunächst muss ich natürlich hier den Index ermitteln. Dieser Index ergibt sich aus dem Wert, der gerade in weg von 1 gespeichert ist. In weg von 1 ist aber der Wert 2 gespeichert. Also greife ich zu auf weg von 2. Und weg von 2 ist dieses Element und das erhält den Wert minus 4. Wenn ich jetzt in meinem Programm sowas stehen hätte, weg von 5 gleich 56, dann würde es einen Laufzeitfehler produzieren, eine sogenannte Array Index Out of Bound Exception. Komplexer Name, aber das werden Sie sicher häufiger bei Ihren ersten Programmen erleben. Weg von 5, da soll zugegriffen werden auf das Array-Element mit dem Index 5. Das gibt es aber gar nicht. Hier wurden nur 5 Elemente angelegt und zwar mit den Indizes 0 bis 4. Das heißt, weg von 5 gibt es nicht. Also wird hier ein Laufzeitfehler produziert.